Jo, geht direkt weiter mit The Crew 2. Da ich ja jetzt berühmt bin, gibt's noch weitere Aktivitäten, die ich freigeschaltet habe. Das war jetzt ja quasi beim Street Racing die Drag-Her-Races, die freigeschaltet waren. Und während mich hier so eine scheiß Fliege gerade nervt, gucken wir mal, was im Motocross freigeschaltet wurde. Das ist Rallycross. Da habe ich auch schon ein Auto. Ich brauche noch ein Rallycross-Auto. Oh. Oh, das gleiche. Okay, Rallycross. Motocross. Ja, ist freigeschaltet. So, jetzt brauche ich noch ein entsprechendes Auto. Die verdammt teuer sind. Das ist doof. Ja, ich kann mir auch den günstigsten nicht gerade noch nicht leisten. Okay, das ist nicht weiter wild. Dann schauen wir mal bei den Freestyle-Aktivitäten. Da haben wir nämlich jetzt Monster Truck. Da habe ich nämlich schon einen. Siehst du mal. Dann machen wir jetzt erstmal die Monster Truck Challenge und holen aber Ein natürlich ein bisschen Geld. Top-Ergebnis zu holen ist schön und gut, aber das ist nicht alles, Challenge vor allen Dingen, also. Können und ein paar Stunts sind wichtig, klar. Aber Gedingsgebums, beherrsche dein Gedöns. Gefährt. Und du wirst auch dafür belohnt. So, dann bin ich mal gespannt, was bei Monster Truck, was wir da Schönes machen müssen. Begib dich zum Startfeld. Und dann spiele ich damit jetzt einfach mal das Geld frei für Rallycross. Okay. Okay, hole. Okay. Sau die Kiste ordentlich ein. Looping. Mit Halfpipe hier. Okay, das finde ich irgendwie. Okay, die Punkte kriege ich dann auch noch. Und Salto. Alles klar. Danke. Gut, sehr Monster Truckig finde ich das jetzt nicht. Und ich weiß auch nicht, ob das physikalisch alles hier so korrekt ist. Und da oben gibt es 5000 Punkte. Und nochmal. So, wie komme ich denn zu den 5000 Punkten? Ah. Also hier schon mal nicht. Und, oder kann ich das? Okay, ne. Was habe ich hier kaputt gemacht, aber es ist nicht. Ah, jetzt habe ich mich hier auf die 100, auf die 5000 Punkte so verschränkt. Ja, ich weiß, das habe ich jetzt verkackt. Okay, dann.
Machen wir es nochmal neu. Event wird gleich neu gestartet. Na gut. Also ich nehme mal genug, nicht mal genug Anlauf hier. Das ganze Ding da drinnen, in der Mitte, das würde ich eigentlich gerne nochmal ausprobieren. Ah. Das scheint irgendwie sehr symmetrisch aufgebaut zu sein hier, also... Ah! So, erstmal eben einmal die Punkte holen. Und dann rausbekommen, wie ich hier hochkomme, aber... Long. Ah. Okay, da war ja noch ein bisschen mehr Anlauf. Komme ich denn da hoch irgendwo? Sonst sieht nicht so aus. Ja, wie kommt man denn da bitte hoch? So auf jeden Fall nicht. Okay, okay, ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Oh nein, Zeit ist gleich rum. Oh, schade, jetzt habe ich es geschafft. Okay. So hätte es geklappt. Wenigstens bin ich noch hochgekommen. So. Wo sind denn die Verbesserungen hin? Heute da. Ohne fahre ich nämlich hier nicht weg. Jawohl. So. Bauen wir die natürlich. Die Performance-Teile müssen natürlich. Müssen noch einmal ran. So. Ja. Und jetzt hier noch zweite. Doch, da, Dallas Monster Truck. So, mal gucken, ob das das gleiche Prinzip ist. Alles, die Trucks eingeschlossen. Es besteht nicht der leiseste Zweifel. Du bist hier am perfekten Ort für ein Rennen mit diesen Monstern. Ja, es sieht immer noch nach der gleichen Art und Weise aus. Ich sehe schon Loopings. Okay.
meine, dieses auf Parcours so ein bisschen Tricks fahren und so ist ja eigentlich ganz lustig, aber irgendwie richtig passt, tut das aber auch nichts zum Spiel. 9000 Punkte. Ja. Ah, Scheiße, ey. Kommt man da oben wieder hin? Ah, über die Mitte, okay. Wollen wir eben 9000 Punkte auf jeden Fall schon mal sammeln. So, Aufgabe erfüllt. Komm ich hier hoch? Das könnte funktionieren. Wenn ich genügend Schwung gehabt hätte, hätte es funktionieren können. Das reicht die Zeit leider nicht mehr. Wir werden es leider nicht erfahren, ob das jetzt geklappt hätte. Okay, hier wäre ich dann auf den Kurs quasi drumherum gekommen. So. Hui. So. Okay. Dann bauen wir natürlich noch die Performance-Teile wieder ran. Und ich gehe direkt nochmal gucken, was im Pro Racing die Air Race. So, dann nehmen wir jetzt einfach nochmal einen von mit. Willkommen zum Black Mount Air Race. Rate mal, wer den Rekord hier hält. Clarence Bishop der Dritte. Ich wette, er wäre schwer irritiert. Ah, okay, da hatte ich auch quasi. Nicht, dass wir uns jemals auf dieses Niveau herablassen würden. Das hatte ich auch schon, das Flugzeug hier. Was? Kein Kunstflug, sondern jetzt Air Race, was auch immer das heißt. Ah, gut. Ah! Ah! I see, ich hab... Ah, der fliegt sich aber nicht gut.
Achso, das sind dieses Red Bull Racing Flying Gedöns. Falsche Richtung, bin ich zu. Ah, ist zu früh eingelenkt, ne? Wow. Der fliegt sich aber echt behäbig. Ah, da hätte ich hingemusst. Jetzt hänge ich, glaube ich, zeitmäßig doch sehr hinterher. Okay, wenn ich mich jetzt dran gewöhne. Das ist leicht träge. Dann geht es. Oh shit! Es macht doch den fucking Looping! Ah! Okay, das war jetzt zum Glück dann doch relativ einfach, obwohl ich mich ganz schön angestellt habe. Hui! Erstmal ein paar Performance-Teile, aber der Flieger ist wenigstens relativ flott, glaube ich. Gut, okay, bauen wir mal die Performance-Teile noch an. Sie alle seine Richtigkeit hier haben. Ja, gut. Ziel war es, das Geld zu verdienen für Rallycross. Könnte knapp geklappt haben. Ansonsten hole ich das nochmal ein bisschen nach und dann schauen wir mal weiter, wie sich das so ergibt. Und ja, in der nächsten Folge dann Rallycross oder vielleicht was anderes, schauen wir mal. Okay, bis dann, haut rein und tschüss.